So, dann wechseln wir die Sportart, kommen zum Tennis und die Tennis-Bundesliga, die war jahrelang nicht vorstellbar ohne den ersten FC Nürnberg. Vor zwei Jahren dann aber der Abstieg in die zweite Liga, dann gab es eine Neuorientierung, einen Neuaufbau. Das alles ging ein bisschen schneller als geplant und jetzt am Wochenende gewann man das letzte Saisonspiel gegen Neckarau, ist Meister der zweiten Liga der Südgruppe und könnte eigentlich wieder aufsteigen, oder Gottfried Oliver? Er hat das Clubwappen auf dem Herzen. Mr. Tennis in Nürnberg, Franz Josef Wich, FCN-Teammanager in guten und zuletzt weniger guten Zeiten. Die werden aber jetzt wieder besser, als Alexander Flock sein Spiel gegen Neckarau, Daniel Steinbrenner siegreich beendet, steht fest. Dem ersten FCN ist Platz 1 in der zweiten Liga nicht mehr zu nehmen. Der Aufstieg in die erste Liga perfekt, zu 100%, oder? 40-60. Ja, ich muss leider da noch kleine Abstriche machen. Ich persönlich würde das gerne tun und meine Spieler auch. Aber ich sage, man muss auch versuchen, da einen vernünftigen Schritt zu tun. Insgesamt 13 Jahre war der Club im Tennis-Oberhaus. 2007 ist er abgestiegen. Die Leistungsentwicklung der neuen, verjüngten Truppe hat dann selbst den langjährigen Manager überrascht. Qualifikation für die neu zu schaffende eingleisige zweite Liga, ja. Aber Aufstieg in die erste Liga? Naja, das war eigentlich so schnell nicht geplant. Letztendlich war das jetzt nicht wirklich das Klassenziel. Wir hatten ja vor zwei Jahren einen Schnitt gemacht und mit jungen Spielern wieder Neuaufbau begonnen. Da muss man gucken, ob wir diesen Neuaufbau jetzt auch gefährden und wo wir jetzt den Schnitt neu ansetzen. Also wir werden uns bis 30.09. entscheiden. Die Sponsoren sind gefragt, denn nur wenn der Club ein konkurrenzfähiges Team hat, will Wich aufsteigen. Gerne hätte er dabei auch die Unterstützung bayerischer und vor allem fränkischer Topspieler, aber das ist nicht so einfach. Ja, natürlich gibt es genügend bayerische Spieler. Ich sage nur Florian Mayer, der bei uns schon mal gespielt hat, oder Petschen oder Kohlschreiber. Das sind natürlich erste Güte-Spieler. Und sowas würde uns natürlich auch gut zu Gesicht stehen. Aber wie gesagt, dann hat der BTV die Hand drauf und da müsste dann auch mit dem BTV gesprochen werden. Denn diese Spieler managt der Bayerische Tennisverband. Und der will mit denen natürlich möglichst viel Geld verdienen. Egal, ob bei Erstligisten im eigenen Bundesland oder eben nicht. Das heißt, in der Vergangenheit war es so, und da spreche ich natürlich jetzt aus eigener Erfahrung, dass bayerische Vereine mit den Westvereinen da wirklich nicht wirklich konkurrieren können. Und so hatten wir eben auch das Nachsehen in den letzten Jahren. Und das war dann für uns auch ein Grund zu sagen, wir machen einen Schnitt und fangen mit neuen Spielern in der zweiten Liga an. Die jetzt wieder in die erste Liga dürfen. Bleibt zu hoffen, dass alle mitziehen. Denn so eine Chance, erstklassiges Tennis in Nürnberg zu sehen, kommt vielleicht so schnell nicht wieder. Wunderbar, Jungs.